Herzlich willkommen zu unserem kleinen Video, das Ihnen einen Einblick in das Modul Kurzgeschichte geben möchte. Wie immer öffnen Sie den Ordner Kurzgeschichte durch Anklicken und starten die Start-Doc-Datei. Von hier aus kommen Sie zu den verlinkten Dateien, aber wir wollen ganz kurz bei diesem Inhaltsüberblick verharren. Gelungene Textauswahl von bekannten Autoren, aber nicht den bekannten und ausgelutschten Texten. Gehen wir davon aus, dass Sie jetzt hier eine Geschichte von Kurt Tucholsky auswählen möchten. Ein Text, kleine Begebenheit, den Sie durch Anklicken laden. Sie orientieren sich im Text und entschließen sich dann, und da kommt der große Vorteil der Dateien von Parkörner zum Tragen, Sie können hier jede Veränderung anbringen. Löschen Sie den letzten Teil des Textes und geben Sie einen Arbeitsauftrag ein und speichern Sie die Datei ab als Ihre Datei. So bleibt das Original erhalten und Ihre Fassung kommt dazu. Schauen wir noch kurz in die didaktische Aufbereitung, auch eine der Stärken von Parkörner. Hier sehen Sie die Arbeits- und Lösungsblätter. Gehen wir vielleicht mal in die Erzählzeit, in die Erzählperspektive, in die Erzählstruktur, hier schon das Lösungsblatt. Alles dies ist auch veränderbar, wenn Sie zum Beispiel hier die erzählte Zeit als kürzer erachten. Und vergessen Sie bitte eins nicht, Sie dürfen diese Dateien in gedruckter oder digitaler Form an die Schüler weitergeben. Das heißt, die Schüler können auch hier Veränderungen vornehmen, ganz entsprechend ihrem Lernfortschritt, so wie es die Schüler brauchen. Nachdem Sie so tapfer bis zum Ende dieses Videos dabei geblieben sind, sollen Sie auch belohnt werden. Geben Sie doch bei einer Bestellung diesen Gutscheincode ein und Sie halten 10% Rabatt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Auf Wiedersehen!